Oder ist damit gemeint, dass ich nicht hier lang gehe, sondern hier und dieser Durchgang wird erst frei? Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge unserem, wie heißt er, der Treasure, ja, irgendwas mit Schatzsuche-Simulator eben. Moment, Treasure Hunter Simulator, genau. So, ja. Wir sind hier am Suchen. Es soll hier irgendwo einen Bergpass geben. Aber bei aller Liebe, ich finde den nicht. Ich habe mir da oben mal eine Markierung. Ich bin jetzt davon ausgegangen, weil dieser Pfeil geht nicht da lang, sondern der geht hier lang. So, und hier ist ja auch irgendwas. So, hier kommt man hoch soweit. Na komm, jetzt geh doch hoch. Och Mann, eben war ich doch oben. Ey, ist das manchmal blöd von der Steuerung hier. Und hier vielleicht. Jetzt hänge ich hier wieder fest. Jetzt muss ich hier runter. So, und hier stehe ich auch wieder vor einer Wand. Also irgendwie, ich weiß nicht. Wo soll das denn sein? Warum wird sowas auf der Karte nicht mal so ein bisschen angezeigt? Hier ist eine Blockade drin, also hier kommt man nicht durch. Ich habe mal die Vermutung, dass man hier irgendwo oder hier in dem Bereich, da sieht das fast so aus. Ich weiß nicht. Wenn ich hier lang laufe. So, und warum man hier jetzt nicht weiterkommt, erschließt sich mir auch nicht wirklich. Denn hier ist nichts. Hier ist kein irgendwas. Ja, hier kommt man nicht weiter. Vermute man, man müsste dann hier auf den roten Stein drauf kommen. Aber das wird so nix. Ja, und jetzt hänge ich irgendwie fest. Na
ganz klasse jetzt. Och nö, Leute. Das macht doch keinen Spaß. Jetzt muss ich wieder auf Freisetzen gehen, fange wieder von vorne an hier. Muss die ganze Strecke wieder laufen. Für nix und wieder nix. Bloß weil da alles irgendwo nicht funktioniert. Oder ich bin ganz einfach zu blöd dafür. Ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, hier bin ich falsch. Oder ist das hier damit gemeint? Dass man da über den Berg rüber geht. Moment, wo bin ich denn jetzt hier? Nee, ich bin noch da ganz am Anfang. Ah, da gibt es keine Brücke mehr zurück. Da müssen wir zurückgehen hier. Nee, das scheint irgendwie sowas wie ein normaler Weg zu sein. Ich gehe da jetzt mal rein und lese noch mal in Ruhe. Vielleicht wird das ja dann auch erst freigeschaltet. Ich weiß es nicht. Dass man da vorher gar nicht langlaufen kann. Du hast die Time-Trail-Startzone betreten. Wenn du den Time-Trail nun starten möchtest, drücke bitte ja. Ansonsten nein, du kannst den Trail auch später starten. Nein, will ich jetzt nicht. Nein, will ich jetzt nicht, habe ich gesagt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Hier geht schon mal gar nichts, weil hier sind Bäume im Weg.
Warum ich hier nicht hoch kann, über so ein paar kleine Steinchen nicht hochklettern kann, ist mir sowieso ein Rätsel. Überall, wo ich nicht aufrecht gehen kann, nicht einfach lang gehen kann, da funktioniert gar nichts. Und jetzt hänge ich schon wieder fest, oder? Nee, komm wieder raus. Was haben wir denn im Inventar? Lohnt sich das schon? 10, 20, 30, 38, 41, 44, 54, 57, 65, 75, 85, 88, 98, 100. Ja. Da können wir ruhig mal. Ruhig mal wieder zurückgehen. Also es ist mir echt ein Rätsel, wie das Ganze hier funktionieren soll. Oder ist damit gemeint, dass ich nicht hier lang gehe, sondern hier, und dieser Durchgang wird erst frei, wenn ich... Ich weiß ja nicht, wo ich hin soll. Gehen wir nochmal zurück, starten das Ganze einfach mal und wetzen hier, was das Zeug hält, geradeaus rüber. Ja. Er zeigt mir aber auch nicht an, wo ich hin soll. Jetzt hänge ich hier fest. Na, ganz klasse. Wieso stoppt er die Zeit nicht, wenn ich sage freisetzen? Dieses blöde Signal hier, das kann mal weg. Ach ja. So, versuchen wir es nochmal.
Toll, weil ich wieder mal festhänge. Ey, das macht doch keinen Spaß. Ständig hängt man irgendwo an irgendeinem Stein, wo jeder Volltrottel drüber springen könnte. Da kommt man nicht durch. Also, ich weiß nicht. Dieses Spiel frustriert im Augenblick eigentlich nur noch. Also von Spaß merke ich da überhaupt nichts. Es muss noch wenigstens der Anfang und der Endpunkt angezeigt werden, dass man weiß, wo man überhaupt hin soll. Und nicht von wegen, ja, lauf mal irgendwo, wo du dann hin musst, musst du selber rausfinden. Das ist doch wohl. Nee, ich weiß nicht. Nee. Eine Passage über die Berge, ja, man kommt doch nirgends in die Berge. Da sind 99.000 irgendwelche Ruinen da oben, an die man nicht rankommt. Wir sind am Ende dieser Folge, wir sind am Ende dieses Let's Plays. Sobald irgendwelche Updates kommen sollten dafür, die da wirklich was verändern, dass es spielbar wird, in dem Fall würde ich hier nochmal neu von vorne anfangen, aber das hat für mich leider keinen Sinn. Ich sage nicht, dass das Spiel schlecht ist. Ich sage nur, dass das Spiel im Augenblick, so wie es ist, zu viele Bugs, zu viele Ungereimtheiten hat und somit eigentlich nicht in dem Sinne spielbar ist, dass es einen Spielspaß gibt. Na, bei so einem Spiel. Da möchte ich suchen, da möchte ich was finden, da möchte ich mich weiterentwickeln. Aber wenn dann solche Sequenzen drin sind, wo man überhaupt nicht weiß, was man machen soll, dann hat sich das eigentlich für mich mehr oder weniger erstmal erledigt. Ja, schade, dass es so ist. Aber ja. Trotz alledem, am Montag, ja, das ist der Sinn. Termin von dieser Folge ist Mittwoch. Am Montag anstelle von Planet Nomads fängt ein anderes Let's Play an. Und vielleicht darf ich euch dann ja dazu begrüßen. Ja, schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.